Jupiter Außenbahn ist an den Schnellräumen Kreuzer Orion 7. Sie werden zum sofortigen Rücksturz zur Erde aufgefordert. Dies ist eine Alpha-Order der obersten Räume. Ausnahmebefehl an Orion 7. Sofortiger Rücksturz zur Raumstation 13. Orion hört. Die oberste Raumbehörde gibt Alpha-Order. Sofortige Umkehr. An Kommandant, Resonanzkontakt. Hier ist die Orion 7 unter Commander Cliff Alistair McLean. An oberste Raumbehörde, Sektion 12, Abteilung Astrotechnik über Jupiter Außen und EAS 3. Um meine Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea möglich ist, setze ich in wenigen Augenblicken auf Rhea auf. Versuchen Sie es. Die Orion muss erreicht werden. Ich tue ja alles. Versuch sie über Hyperion 29. Masrelle R1 hat ununterbrochen Lichtspruchverkehr mit unserer Übungsflotte 18. Ob ich Erdaußenstation Hyperion 29 allerdings rankriege, ist... Ach, reden Sie nicht, das ist eine Alpha-Order für Commander McLean vor. Aktion stoppen und sofortiger Rücksturzbefehl zur Erde. Ihr Hyperion 29. Trabant 116 hat die Orion über Masrelle A1 und über die Jupiter-Außenstelle aufgefordert, sich zu melden. Sie tut's nicht. Mit McLean hat man nichts als Schwierigkeiten. Er hat sofortigen Rücksturzbefehl zur Erde. Wenn er seinen Sektor verlassen hat, werde ich dafür sorgen, dass man ihm ein Verfahren anhängt. Jetzt reicht's allmählich. Fertig machen Sie Landung. Heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltall. Man siedelt auf fremden Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Hier ist das galaktische Fernsehen mit der Sternenschau. Mein Name ist Helma Krapp. Ihr Nachrichtenoffizier. Triumph der Technik. Alpha CO, der neue Arbeits- und Kampfroboter, steht kurz vor der Serienreife. Im Auftrag des Galaktischen Sicherheitsdienstes entwickelt, wurde der sogenannte Humansimulator ausgewählten Führungskräften der Raumflotte vorgestellt. Die Weltregierung teilt hierzu mit, es besteht keine aktuelle Bedrohungslage durch Exoterristen. Im unwahrscheinlichen Falle einer außerirdischen Aggression können Alpha CO-Roboter den Feind präzise erkennen und durch Knopfdruck eliminieren. Neue Massenvernichtungswaffe erfolgreich getestet. Cliff Alistair McLean, Kommandant des schnellen Raumkreuzers Orion 7, zündete den Prototypen der Overkill-Bombe. Overkill-Technologie soll schnellstmöglich die konventionellen Lichtwerferbatterien der Raumflotte ersetzen. Mit Overkill sind wir in der Lage, eine angreifende feindliche Raumflotte sofort nach der Ortung zu eliminieren. Terra im Galyxo-Rausch. Ein neuer Gesellschaftstanz hebt die Laune in der Flotte. Der Galyxo, eingeführt vom Frauenplaneten Chroma, verbreitet sich der exotische Paartanz mit Lichtgeschwindigkeit in den Starlight-Casinos und lässt müde Raumfahrer die Schwerkraft vergessen. Weitere Berichte von den schnellen Kampfverbänden gleich nach der Reklame. Alles wird galaktisch gut. Auf allen 4000 Visio-Kanälen gesucht. Und doch wieder nur den ganzen Abendfische geguckt. Ordern Sie jetzt den neuen Holo TVS 3000. Der Programmlokalisator mit der galaktischen Benutzerführung. Einfach aufsetzen und per Telenose Ihren Film auswählen. Terra-Kanal 5. Sie lieben Schwarz-Weiß-Filme? Wir auch. General Van Dyck, Sie wissen vermutlich, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Ich kann es mir denken. McLean nehme ich an. Ja, General, es ist soweit. Die befehlswidrige Landung auf Rhea hat ihm das Genick gebrochen.
Die Landung auf Rhea mag befehlswidrig gewesen sein, aber sie war eine raumfahrttechnische Meisterleistung. Sie erfolgte entgegen einer ausdrücklichen Alpha-Order der obersten Raumbehörde. Dass Sie, Commander McLean, am liebsten als Sträfling in den Phosphorsümpfen sehen würden, ist mir nichts Neues. Bleiben wir bei der Sache, General. Persönliche Sympathien oder Antipathien spielen hier keine Rolle. Tatsache ist, dass McLean mit sofortiger Wirkung zum Patrouillendienst der Raumaufklärungsverbände strafversetzt ist. Auf die Idee, mich als McLeans bisherige Vorgesetzte zu informieren, ist wohl niemand gekommen. Deshalb habe ich Sie ja hier gebeten. McLean und seine Crew werden in ein paar Minuten hier vorreiten. Aha. Ich soll der Hinrichtung also beiwohnen. Ich hätte es Ihnen gerne erspart. Wissen Sie was, General? Ich halte diese Strafversetzung für den größten Skandal in der ganzen Raumflotte. So? Und McLeans Eskapaden, seine ständigen Husarenritte auf eigene Faust, waren das keine Skandale? Der verrückte Flug zum zweiten Jupitermond? Der Durchbruch zur Saturnbasis im zweiten stellaren Krieg, das eigenmächtige Eingreifen auf Alpha Centauri und so weiter, waren das keine Skandale? Ohne Männer wie McLean hätten wir die beiden stellaren Kriege wahrscheinlich verloren. Wirklich? Aber verflucht nochmal, wir sind ja nicht versammelt um McLean. McLean und Patrouillendienst, General. Besser wäre, man hätte ihn gleich ganz rausgeschmissen. Wollen wir es doch nicht dramatisieren, General. Kein Mensch ist unersetzlich. In ein paar Jahren werden wir in unserem Raumkreuzer nur noch Roboter sitzen haben. Hoffentlich auch in den Vorzimmern der Stäbe. General, die Besatzung der Orion ist da. Herein damit. General, sollten wir nicht zuerst die Beamtin des Sicherheitsdienstes? Ja. Diese Dame zuerst. Ja, General. Bitte, Leutnant. Soll das heißen, dass McLean auch noch einen Schnüffler an Bord bekommt? Auftrag der obersten Raumbehörde. Ich kann es nicht ändern. Leutnant Tamara Jagelowsk vom Galaktischen Sicherheitsdienst. Das ist General Van Dyke, Chef der schnellen Raumverbände, dem die Orion-Besatzung bis jetzt unterstand. Sie kennen die Berichte, die Akten, Unterlagen und einzelnen Disziplinarverfahren über die Orion-Mannschaft, Leutnant? Jawohl, General. Sie kennen Ihre Aufgaben und wissen über Ihren Dienst auf der Orion Bescheid? Man hat mich im Hauptbüro des Sicherheitsdienstes darüber informiert. Sie sind als Sicherheitsoffizier auf die Orion abkommandiert, um Befehlsüberschreitungen, Verstöße gegen die Raumdienstvorschriften und Verletzungen der Flottengesetze disziplinarisch zu unterbinden bzw. zur Meldung zu bringen. So lautet meine Order. Sie werden es nicht leicht haben mit McLean und seinen Leuten. Damit rechne ich. Sie sind noch ziemlich jung für eine derartige Aufgabe. Und Sie haben noch nicht viel Erfahrung im galaktischen Dienst. Man schlug mich vor, General. Na schön, dann kann's ja losgehen. Herein mit McLean und seiner Bande. McLean und die Orion-Besatzung. Major, der Untersuchungsausschuss der Interplanetaren Raumkommission hat angeordnet. Ihr Dienstunterstellungsverhältnis zu den schnellen Raumverbänden wird ab sofort aufgehoben. Sie haben sich zum Raumpatrouillendienst als strafversetzt zu betrachten. Für wie lange? Für 3 Jahre. Und warum? Major McLean, ersparen Sie es sich und mir hier noch einmal die Liste Ihrer Sonderveranstaltungen herzubeten. In Zukunft, Major, werden Sie beim geringsten Vergehen gegen die Vorschriften Ihren Abschied bekommen. Sind wir uns diesbezüglich einig, Kommandeur? General, falls der Verteidigungsstab es wünscht, ziehe ich noch heute die Konsequenzen und scheide aus dem Raumflottendienst aus. Sie halten jetzt gefälligst den Mund, McLean. Sie werden auch nicht den Dienst quittieren wie ein beleidigter Raumkadett, sondern Sie finden sich in 3 Jahren wieder bei mir ein. Verstanden? Jawohl, General. General? Da wäre noch etwas. Es liegt ferner ein Befehl des Führungsstabes vor, dass Ihnen für diese Zeit ein Beamter des Galaktischen Sicherheitsdienstes zur Seite gestellt wird. General, das kann doch nicht... Kein Kommentar, wenn ich bitten darf. Das ist Ihr zukünftiger Sicherheitsoffizier an Bord, Major. Leutnant Tamara Jagelos. Ihnen ist sicher bekannt, McLean, dass Beamte des GSD Alpha-Order erteilen können. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger, McLean. Das hoffe ich auch, General. Ich denke, du wolltest gehen. Noch ein Cognac?
Nein, nein, nicht für mich. Ich muss jetzt gehen. Wirklich, Cliff, ich müsste schon seit 2 Stunden zu Hause sein. Ja, dann geh doch. Ja, ich muss mich tatsächlich langsam auf den Weg machen. Ja. Sag mal, was hast du mich gefragt? Ich dich gefragt? Ja, du hast mich doch gerade was gefragt. Ja, richtig, ich hab dich gefragt, ob du noch einen Cognac willst. Jo, bitte. Aber dann muss ich gehen, sonst wird Ingrid böse. Ja, mit Recht. Na, willst du nicht noch auf den Schuh mitkommen? Ach du liebe Zeit, ist es mal wieder soweit? Nein, ich hab's ja fest versprochen. Wie oft hast du sie eigentlich schon versprochen? Sag mal, glaubt sie dir das immer wieder? Das ist mein Ernst, Cliff. Hör auf. Ist das dein Ernst oder war das dein Ernst? Komm her. Du musst mit ihr reden. Ja. Ja, der Schlaumeier ist in Ordnung, aber fragt mich nicht, was für einen bezaubernden Käfer ich dafür versetzen musste. Es fragt dich ja keiner. Sie war von einem... Bordkontrolle, Leutnant de Monti. Bordkontrolle? Leutnant Tamara Jagelowsk vom Galaktischen Sicherheitsdienst meldet sich an Bord. Kontrollcenter läuft, Commander. Kommandant an Astrogator, Steuerung auf Automatik. Automatische Steuerung bei CD-10, Chef. Raumüberwachung läuft, Leitstrahl ist ein. Orion Bodenbasis in Kontakt mit Erdaußenstation 4. Basis 104, Startkontrolle an den schnellen Raumkreuzer Orion 7. Sie sind freigegeben zum Start. Danke, Basis. Basis 104 übergibt weiter an Erdaußenstation 4. Fertig zum Start, erste Beschleunigung. Commander McLean, darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Leutnant Jagelowsk. Zum Start brauche ich weder eine Hilfe noch eine Überwachung, also begeben Sie jetzt bitte in Ihre Kabine. Schalten Sie die Sprechverbindung ein, das ist ein kleiner Knopf, auf dem steht BSA, Bordsprechanlage. Falls Sie mich zu sehen wünschen, steht Ihnen das Visiophon zur Verfügung. In dem eingebauten Schrank finden Sie Ihr Bordgepäck, dazu ein Verpflegungsset für 12 Monate und eine Paralyserpistole, falls Sie sich zu paralysieren wünschen. Wenn es Ihnen aber ganz schlecht gehen sollte, stehen Ihnen immer noch unsere Kälteschlafkammern zur Verfügung. Sie möchten mich zu gern einfrieren, nicht wahr, Commander? Was ich möchte, steht leider nicht zur Debatte. Also gehen Sie jetzt in Ihre Kabine. Falls Ihnen etwas zustößt, heißt es am Schluss noch, ich hätte einen Mordanschlag auf Sie unternommen. IG ist ein. Antrieb 05. Bleibst du oben, Hase? Ich bin auf Automatik und Kontrolle. Dann wollen wir mal wieder. Fahr ab. 666, schneller Raumkreuzer Orion durchläuft RS-47-232. Jupiter Außenstelle 1 an Mars-Relais A1. Orion verlässt Kontrollbereich. Kursabweichung keine. Falls es euch interessiert, wir passieren Luna 1. Sind die hydroponischen Tanks unter Druck? Unsere Gouvernante wird schon nicht ersticken in ihrer Kabine. Wollen wir sie denn die ganze Zeit über in ihrer Kabine eingeschlossen halten? Das wird kaum gehen. Wir werden diese Schnüfflerin schon fertig machen. Verlasst euch drauf.
Oder Sie uns. Ich habe so ein Gefühl, als ob mit der nicht gut Kirschen essen sei. Kirschen essen ist doch nicht exakt das, was ich mit ihr vorhabe. Oh, alter Angeber, bilde dir nur nicht ein, dass du bei der auch nur die geringste Chance hast. Aber Helgelein, wer wird denn jetzt schon eifersüchtig sein, ne? Ich? Ein Streit um des Kaisers Bart. In meinen Augen ist das ein als Mädchen verkleideter Roboter. Aber keine Frau. Das werden wir ja sehen. Wollen wir mal nachgucken, was sie macht? Mir scheint, sie hat sich umgezogen. Ah, ordentlich ist sie auch noch. Was meinst du, ob ich sie bitten kann, meine Kabine auch mal aufzuräumen? Bist du verrückt geworden? Sowas gibt es bei uns nicht. Wenn du sie sehen oder sprechen willst, dann melde dich gefälligst über BSA, wie sich das gehört. Entschuldige bitte, Cliff, sie war doch vollständig angezogen. Bitte? Leutnant De Monti an Sicherheitsoffizier Jagiellowsk. Sind Sie sprechbereit? Dann schalten Sie bitte Ihr Visiophon ein. Bitte? Sagen Sie bitte eine außerdienstliche Frage. Hätten Sie Lust auf einen Schluck Whisky in meiner Kabine? Haben Sie den Whisky? Ja, aber natürlich, meine Verehrteste, eine ganze Kiste. Das ist sehr interessant. Ich danke Ihnen für die Information. Darüber muss ich leider eine Meldung machen. Naja, hübsch ist sie ja. Eine Kobra ist auch hübsch. Eins ist jedenfalls sicher. Die macht keine 3 Jahre Sicherheitsdienst bei uns. Entweder ist sie nach den ersten 3 Einsätzen irrenhausreif, oder... Oder? Sie ist Kommandant. Und einmal, als ich mit Cliff in den Euphraseen baden war, Sie sind wohl häufig mit Major McLean zusammen. Privat, meine ich. Oh ja, wir haben viel gemeinsam. An Hobbys, meine ich. Musik, Lesefilme, fast alle Arten von Sport und... Der Major ist ein vielseitig interessierter Mann. Wenn er nur besser tanzen könnte. Haben Sie schon mal mit Cliff getanzt? Nein, aber nach dem, was ich höre, habe ich wohl auch nicht allzu viel versäumt. Wissen Sie, das ist so, als ob... ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, als ob er sich beim Tanzen gar nicht richtig fallen lässt. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, aber ich bin sicher, Sie werden es mir gleich erklären. Schauen Sie, Cliff ist ein Mensch, der... der seit einer halben Stunde vergeblich versucht einzuschlafen. Stellt endlich euren Bordsprechverstärker ab, euer Kaffeeklatsch halt durchs ganze Schiff. Der Junge hört doch immer, was er nicht hören soll. Abstand 33, 5, 30, 29, passieren 26. Nächste Funkkontakt, Arthur? Nichts. Klingt da draußen wie eine taube Nuss. Ist ein gestörter Funksatellit, Typ Sky 77, wahrscheinlich Terra-Cosmo-Kontrolle. Ihr muss das Eruptionswetter hier verschlagen haben. Na, jedenfalls ist das Ding tot. Komm, Mario, schieß es ab. In Ordnung, Cliff. Sind Sie dazu befugt, Commander, einen Funksatelliten so einfach zu eliminieren? Mein liebes Kind. Ich bin nicht Ihr liebes Kind. Ich bin der verantwortliche GSD-Offizier an Bord und ich verbiete Ihnen, den Satelliten abzuschießen, wie Sie sich auszudrücken belieben. Dieser Körper da draußen hat einen Wert von 12.000 Krediten. Dieser Körper, wie Sie so schön sagen, hat überhaupt keinen Wert mehr. Er bildet eine Gefahr für die gesamten Raumschiffbesatzungen innerhalb von 3 Sektoren. Glauben Sie nicht, dass es eine Raumstation oder eine E-Stelle gibt, die bereits festgestellt hat, dass der Satellit nicht mehr arbeitet? Nicht einmal ich weiß, wie viele Satelliten, Messsonden und Radarautomaten hier draußen herumschwirren. Wahrscheinlich 25.000. Dazu hatten wir einen hübschen kleinen Sonnensturm. Ich warne Sie, Commander. Wahrscheinlich ist schon ein Techno-Hilfskreuzer unterwegs, um die Sache zu untersuchen. Sie eliminieren den Satelliten nicht. Leutnant De Monti, sprechen Sie auf Bordbuch. Der GSD-Beamte Tamara Jagiellowsk verbietet den Abschuss des Funksatelliten auf den Koordinaten sowieso, sowieso und so weiter und so weiter. Der Kommandant geht schlafen. Ich fürchte, der Kommandant geht nicht schlafen, Cliff. Wir passieren gerade MZ4. No. Clarence meldet sich. Was? MZ4 meldet sich nicht? Das hat's ja noch nie gegeben. Versuch's doch nochmal. Was ist MZ4? Eine Relais- und Fernmeldestation, die vor einigen Jahren eingerichtet wurde. Und wer ist Clarence? Chef der Station und ein Freund von uns. Und wenn er sich nicht meldet, ist er entweder tot oder besoffen.
Also, was ist? Nichts. Das gibt es nicht. Orion 7 ruft MZ4. Clarence, bitte melden. Wir wollen euch ja nur guten Tag sagen. Orion 7 ruft MZ4. Bitte melden. Unbekannte Flugobjekte. Was? 4, 5, 7 Stück. Gib mir das rüber. Außerirdische Lebewesen in unserer Galaxis? MZ4 ist eine der äußersten Basen am Rande des Niemandsraumes. Gibt es irgendwelche Anzeichen? Für unser Jahrhundert haben sie ein reichlich anthropozentrisches Weltbild. Allein in unserem Milchstraßensystem gibt es 4 bis 10 Milliarden Planeten, auf denen mit intelligentem Leben gerettet werden muss. Woher nehmen Sie die Arroganz anzunehmen, dass wir die Einzigen sind, die addieren und multiplizieren können? So dumm bin ich auch nicht, aber rein theoretisch... Mein Gott, Cliff, Sie haben irrsinnige Geschwindigkeiten. Wir müssen hier weg, wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Fertig zum Alarmstart. Rücksturz zur Erde programmiert. Mario, wir müssen im Bruchteil einer Sekunde von Hyperspace-Geschwindigkeit auf schlafende Energiereserve gehen. Wie reagiert dein Elektronengehirn? Die Wandler schmelzen durch. Kümmere dich nicht um meine Maschinen, Mario. Ich weiß, hast du, es sind deine Maschinen. Also gut, wir gehen blitzschnell auf die Schlafende. Was sagt dein Elektronengehirn dazu? Oh, das wäre eine Hölle von Energie. Was geschieht mit dem Computer? Er schmilzt durch und verbrennt. Da sind wir ohne Navigation. Ich fürchte, du musst dir was einfallen lassen. Wandler voll. Voll, Kommander. Mario, was dauert denn so lange? 5, 3... Cliff! Der Computer fällt aus! Was ist los mit uns, Bigley? Ich glaube, Massenanziehung, sie beeinflussen das Schwerefeld! Cliff! Alle Geräte sind ausgefallen! Wir haben uns auf dem Schwerefeld blockiert! Die Werfer, Mario, die Werfer! Weg von hier, Cliff, um Gottes Willen, weg! Wir sind in ihr Schwerefeld geraten! Wir sind machtlos! Umschalten auf Lichtfunkverkehr! Rufen Sie ab, Major! Sie schaffen es nicht! Versuchen Sie Rücksturz zur Erde! Meine Herren, ich weiß nicht, ob dies die Zeit ist für Grundsatzdiskussionen. Die Lage ist, dass eine unserer vorgeschobenen Außenbasen von Exoterroristen besetzt wird. Wir stehen also dem Phänomen gegenüber, dass eine außerirdische, raumfahrende Rasse unser Hoheitsgebiet betritt. War doch früher oder später zu rechnen? Ihre Gelassenheit beruhigt mich außerordentlich! Ich habe die erste und zweite strategische Raumflotte in Alarmzustand versetzt und bitte um Freigabe des Einsatzbefehls. Wenn ich weiß nicht, ob das die richtige Maßnahme ist. So, und was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Warten, bis sie auch die anderen Basen besetzen? Ich halte es für verfrüht, strategische Maßnahmen gegen einen Gegner zu ergreifen, von dem wir noch nicht einmal genau wissen, ob es überhaupt ein Gegner ist. Der aber urplötzlich vor unserer Haustür auftaucht und gleich die Besatzung von MZ4 eliminiert. Halten Sie das für gute Manieren? In einem Kosmos, dessen Anzahl von Milchstraßensystemen wir nicht einmal annähernd schätzen können, werden Sie ja nicht erwarten, dass unsere Vorstellung von guten Manieren allgemein verbindlich ist. Aber dass wir bisher überhaupt keine Ahnung von Ihnen haben. Wir erhalten doch seit Jahrhunderten Signale aus dem All von fremden Welten, die... Diese fremden Welten sind mir egal, solange sie uns in Ruhe lassen. Gerade diese Einstellung halte ich, mit Verlaub gesagt, für etwas antiquiert. Ich muss doch sehr bitten. Es ist doch wirklich seltsam. Mit unserem Fortschritt haben wir Kolonien auf dem Mars und sonst wo errichtet. Aber die Einstellung unserer Generale, die ist seit Jahrtausenden dieselbe. Wir sind wir und taucht wir anders auf, dann sprechen eben die Lichtkanonen. Die Frage ist, ob uns eine andere Möglichkeit bleibt. Also, Villa, was raten Sie? Ich warne dringend vor dem Eintritt in größere Kampfhandlungen, bevor wir nicht ganz genau wissen. Erstens, wer sind Sie? Zweitens, was wollen Sie? Und drittens, was können Sie? Commander McLean meldet sich aus Sektor 15A7818. Wir befinden uns auf dem Rücksturz zur Erde. Außenposten MZ4 von feindlichen Exoterristen eingenommen und zerstört. Die Orion 7 konnte sich im letzten Augenblick durch Rücksturz zur Erde retten. Hier die letzten Visiophonaufzeichnungen von MZ4, bevor der Lichtspruchkontakt abriss. So sieht der Gegner aus. Feindliche Raumverbände ohne galaktische Seriennummer, kurz FROGS. General Van Dyke, Kommandant der schnellen Raumverbände, ist zu einem Erkundungsflug aufgebrochen. Im Auftrag der Weltregierung soll sie mit der Hydra die Energieleitstelle der Frogs aufspüren und eliminieren. Und hier noch eine Alpha-Durchsage der Solarwetterstation. Aus den Sektoren 417 bis 419 werden heftige Magnetstürme gemeldet. Es kommt zeitweilig zu Ausfällen im Lichtspruchverkehr.
Raumschiffe werden aufgefordert, diese Sektoren weiträumig zu umfliegen. Alles wird galaktisch gut. Wie heißt denn euer Raumschiff? Orion 7. Na, hoffentlich hat sich euer Kahn nicht die Nase eingedrückt. Quatsch, der hat schon ganz andere Sachen in der Sicht. Danke. Noch eine Möglichkeit? Keine, General. Der Magnetstrom hat unsere gesamte Steuerung blockiert. Ein Glück, dass wir nicht im Zentrum des Sturms sind. Aber das kann noch kommen. Lichtspruch zur Erde? Fertig, General. Feldverstärker voll. Bitte sprechen. Hier General Lydia van Dijk, Kommandeur der schnellen Raumverbände. Raumschiff Hydra an alle. Achtung! Im Gebiet der Jagdhunde wurde ein Planet aus seiner Bahn geworfen. Es handelt sich eindeutig um eine Supernova. Dieser Schnellläufer rast auf die Erde zu. Geschätzte Geschwindigkeit etwa 146.000 Kilometer pro Sekunde. Sein Radius gelangt in den Bereich der Riesensterne. Er hat die physikalischen Eigenschaften einer Sonne und wird die Erde binnen kürzester Frist erreicht haben. General van Dijk an alle. Notruf von Raumschiff Hydra! Ein Augenblick. Gut, danke. Dürfen wir jetzt bitte wissen, was passiert ist? Ja, dann werde ich Sie jetzt einweihen. Nach allen bisher vorliegenden Informationen handelt es sich um eine gelenkte Supernova. Eine gelenkte Nova? Das ist doch nicht möglich. Keiner hält es für möglich, McLean, und doch ist es so. Der Führungsstab tagt in Permanenz. Eine Nova ist vorstellbar, aber gelenkt? Von wem denn gelenkt? Die Meldung stammt von General van Dijk. Bitte, sehen Sie sich die Bildaufzeichnung an. Wir haben es einwandfrei mit einer gelenkten Supernova zu tun. Der Planet wurde von interstellaren Lebewesen, vermutlich den sogenannten Frogs, aus seiner Bahn geworfen, um die Menschheit zu vernichten. Die volle Wucht des Magnetsturms kommt auf uns zu. Wir sind navigationsunfähig. Hier spricht General van Dijk. Notruf an alle. Die Frogs lenken einen Schnellläufer auf die Erde. Notruf an alle Erdstationen. Der Schnellläufer stürzt auf die Erde zu. Er hat die physikalischen Eigenschaften einer Sonne und wird die Erde in wenigen Tagen erreichen. Notruf von Raumschiff Hydra! Notruf von Raumschiff Hydra! General Lydia van Dijk war 6 Jahre lang meine Vorgesetzte. Besteht irgendeine Hoffnung, sie zu retten? Es geht hier nicht um die Person des Generals, Major. Es geht um die Menschheit. Herr Oberst? Plan DX-17. Rette die Erde. Signale, Commander. Könnten das nicht verstümmelte Hilferufe von der Hydra sein? Das sind keine irdischen Signale. Atan füttert gerade das Elektronengehirn mit den einzelnen Signalgruppen. Vielleicht können wir sie über den Computer entziffern. Fox? Kann sein.
Die müssen unwahrscheinliche Feldverstärker haben. Warum nicht? Wenn sie in der Lage sind, einen Planeten aus seiner Bahn zu werfen? Dann können wir uns ja auf einiges gefasst machen. General, 4 Apans sind zerstört. Der Sauerstoffanzeiger zeigt nur noch 4 72 Stunden Vorrat an. Dann nehmen wir die Raumanzüge mit der Sauerstoffreserve. General! Erdaußenstation? Nein, das sind ganz eigenartige Geräusche. Bitte hören Sie. Nein, das sind keine irdischen Signale. Die Hydra, wir haben Kontakt mit der Hydra. Der General. Mach dann Subraumfunk ein. Ist ein, Commander. Orion ruft Hydra. General, ich hole Sie. Nein! Selbstverständlich hole ich Sie. Ich verbiete Ihnen, sich um die Hydra zu kümmern. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Haben Sie verstanden? Hallo. Orion. Was ist mit Ihnen? Hallo! Wir hören Sie kaum noch. Ich gebe Ihnen den dienstlichen Befehl, unverzüglich den... Ich hole Sie! Achtung, Kurs auf Hydra, volle Beschleunigung! Wenn Sie Kurs auf die Hydra nehmen, schmelze ich den Leitstand zusammen. Wollen Sie mich daran hindern, die Besatzung der Hydra zu retten? Commander, ich warne Sie. Ich habe nicht die geringsten Skrupel zu tun, was ich sage. Haben Sie den Verstand verloren? Nein, ich nicht. Sie wissen genau, was passiert, wenn Sie den Leitstand zusammenschmelzen. Es ist Selbstmord, ich weiß. Gehen Sie nicht zu weit. Aber es macht mir nichts aus, ob ich sterben muss, weil der Leitstand ausfällt. Oder weil der Schnellläufer die Erde zerstört. Oder weil wir durch die Galaxis kreisen, ohne zu wissen, wohin, bis uns der Sauerstoff ausgeht. Es ist immer das gleiche Ergebnis und es macht mir nichts aus. Nehmen Sie sich in Acht, Leutnant. Ich habe genauso wenig Skrupel wie Sie. Commander, dass Sie ein Querkopf sind, ist bekannt. Aber ich wusste nicht, dass Sie einfältig, gewissenlos und völlig ohne jedes Verantwortungsgefühl sind. Das sagen Sie mir jetzt, mit einer Waffe im Anschlag? Ihr Auftrag ist, die Erde zu retten. Solange Sie ihn ausführen, können Sie mit mir umspringen, wie es Ihnen beliebt. Aber führen Sie ihn aus! General Van Dijk ist... General Van Dijk, reden Sie doch nicht immer um das Problem herum. Sie haben die Leitstelle der Frogs entdeckt. Und Sie müssen sie zerstören. Was mit der Besatzung der Hydra passiert, ist im Augenblick völlig gleichgültig. Die Erde ist in Gefahr und Sie haben nicht mehr viel Zeit. Außerdem, wenn Sie noch lange hier rumstehen und sich mit mir streiten, dann riskieren Sie, von den Frogs abgeschossen zu werden, ehe Sie noch überhaupt einen Befehl gegeben haben. Stecken Sie die Waffe weg, Leutnant. Jawohl, Commander. Passt auf. Hier ist der Schnellläufer auf seiner Sturzbahn zur Erde. Hier stehen wir ungefähr. Bezeichnen wir die äußerste Linie mit A, die mittlere mit B und die dem Planeten zunächst gelegene mit C. Erreichen wir die A-Linie, heißt das für Hasso Hyperspace-Geschwindigkeit. Linie B, schlafende Energiereserve. Linie C, schlafende Plusmontor. Im selben Moment, wo wir die C-Linie mit dieser Geschwindigkeit durchstoßen, setzen wir 15 Antimateriebomben auf die Sturzbahn des Planeten und verlassen die Gefahrenzone. 10 Sekunden vor der Kollision des Planeten mit unseren Antimateriebomben zünden wir. Wenn bei dieser Explosion das verdammte Ding nicht in Stücke geht, dann bin ich leider mit meinem Latein zu Ende. Welchen Kurs nimmt die Orion nach der C-Linie? Wir drehen auf die Sturzbahn des Planeten ein und versuchen, mit dem Rest der schlafenden Distanz zu gewinnen. Aber fürchten Sie nicht, dass wir bei dieser ungeheuren Belastung in eine kritische Situation kommen? Natürlich, aber was soll ich tun? Achtung, Maschine! B-Linie minus 81. Zielvisier auf Schnellläufer. Zielvisier synchron. Abschusscomputer ein. Abschusscomputer läuft. B-Abstand plus minus 0. Achso, schlafende frei. Raumschiff auf schlafende Energie. Achtung, Antrieb. Achtung, Kampfstand. Montor fertig, Bomben fertig. Wir erreichen den C-Abstand. C minus 30. Abschusscomputer ein. Läuft. Achtung, Hanzo! Yes.
Commander, warum hat es nicht geklappt? Unsere Antimaterie hatte bei der Zündung die Sturzbande schneller auf was längst passiert. Verdammter Mist. War es meine Schuld, Cliff? Nein, Mario. Helfen Sie ihm. Ja. Was wird jetzt aus der Erde? Ich weiß nicht. Ich hätte nicht auf Sie hören sollen, General. Das ist doch ein aussichtsloses Unternehmen. Und welches Unternehmen hätte Ihrer Ansicht nach mehr Aussichten? Wir hätten längst eine klare Entscheidung treffen müssen. Die Katastrophe ist unabwendbar. Also wäre es besser gewesen, sämtliche überhaupt verfügbaren Raumschiffe für die Evakuierung bereitzustellen. Die 200 Kreuzer, die Jagd auf die Nova machen, nützen uns da oben genau nichts. Die Regierung muss das Für und Wider einer Evakuierung sorgfältig abwägen. Ich denke, die Regierung hat den Gedanken an eine Evakuierung längst aufgegeben. Nicht endgültig. Das Für und Wider muss sorgfältig abgewogen werden. Sorgfalt erfordert Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Marschall. Etwas Neues, Marschall? Nichts. Nicht einmal eine Positionsmeldung der Orion. Soll das heißen, dass McLean... Ich schätze, er hat andere Sorgen, als uns mit Meldungen zu unterhalten. Außerdem, bei dem Chaos da draußen kann der Lichtspurverkehr teilweise zusammengebrochen sein. Wo ist die Nova jetzt? Hier. Wie viel Zeit bedeutet das? 6 Tage bis zur Kollision und schätzungsweise 4 bis zur Katastrophe. Männerstern, ich beschwöre Sie, die Regierung muss eine Entscheidung treffen. Bis zu spätest. Sämtliche ausgeschickten Raumkreuzer sind auf dem Rücksturz zur Erde. Keiner von ihnen hat eine Chance, auch nur in die Nähe der Nova zu kommen. Und die Leitstelle der Frost? McLean wird es schaffen. General, Ihr Vertrauen auf McLean in dieser Situation hat schon fast etwas Kindliches. Gut. Dann würde ich zur Abwechslung etwas weniger Kindliches sagen. Eine Frage liegt mir nämlich schon die ganze Zeit auf der Zunge. Wie zum Teufel ist es überhaupt möglich, dass diese Bestien da draußen in aller Seelenruhe eine Leitstelle einrichten konnten, von der aus sie eine Nova erzeugen und lenken? Dies alles hat sich doch mehr oder weniger vor unserer Haustür abgespielt. Und das muss von langer Hand vorbereitet gewesen sein. Ich nehme an, Sie richten diese Frage an mich. Ich richte sie an uns alle. Seit der Schweinerei damals auf MZ4 wissen wir, dass es eine außerirdische Macht gibt, die uns vernichten will. Das ist aber auch alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, wer sie sind, wir wissen nicht, wo sie sind. Sie tauchen auf und verschwinden wieder, wie es ihnen passt. Und wir sitzen da und warten nur auf die freudigen Überraschungen, die sie uns bereiten. Wenn es ein Wunder gibt, heißt es McLean. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wir laden die Orion mit kontraterrener Energie auf, fangen den Planeten auf Raumsektor 105 ab, stürzen das Schiff ins Zentrum und lösen damit die Explosion aus. Das ist die einzige Chance. Ja, für die Erde. Aber ich habe keine Lust abzukratzen. Ihr vielleicht? Commander, wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet Ihr Vorschlag, dass wir nicht mehr zurückkommen. Ich weiß es nicht. Wir laden die Orion auf und steuern das Schiff ins Zentrum des Planeten. Vorher steigen wir in die Landesitzung und versuchen, die Hydra zu erreichen. Was sollen wir denn auf der Hydra, Cliff? Die ist doch hin. Den Umweg können wir uns sparen. Mit uns ist das aus, so oder so. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Wir versuchen es. Lieber fliege ich mit der Hydra als Planet durch die Galaxis, bevor ich mit der Orion Selbstmord begehe. So gern mag ich sie auch wieder nicht. Jedenfalls haben wir die Chance, die Hydra wieder manövrierfähig zu machen. Ob die auf der Hydra noch leben? Das wird sich zeigen. Aller verfügbare Sauerstoff wird mitgenommen. Atan, lass den Computer spitzen. Wir brauchen die genauen Daten, wann wir aussteigen müssen. Mario, Land ist fertig, machen zum Start. Ja. Koordinaten, Raumschiff Hydra. A- und C-Deck fluten. Fluten. Und bewegt euch, Freunde. Sonst holen wir den Planeten nicht mehr ein. Kabine 11-12-13, hydrophonische Anlage geflutet. B-Deck und Luftschleuse unter Energie setzen. Unter Energie. Commander, noch 3 Minuten. Kommandant an Lanzett 1. Abschusskammer 1. Lanzett besetzen.
X-170. Abschussautomatik einstellen. Bestätigung. Glauben Sie, dass es klappen wird? Kontrollen beenden. Kommando, kannst du räumen? Abschusskammer 2 absuchen. X-120. Verstanden, Commander. Los! Bergungsaktion, die Hydra wieder flott zu machen und mit den beiden Besatzungen sicher zur Erde zurückzustürzen. War die 7. Orion, die Sie zu Klumpen geflogen haben, jetzt wird die 8. fertig. Frox in die Flucht geschlagen. General Vila vom Galaktischen Sicherheitsdienst gibt Entwarnung. Die Frox sowie Vila haben sich hinter die interstellare Pufferzone zurückgezogen. Die werden nicht nochmal wagen, uns anzugreifen. So Vila gegenüber der Sternenschau. Erster Einsatz auf der Orion 8. Commander McLean beendet Geiseldrama. Science-Fiction-Erfolgsautor Peter Paul Ibsen, Schwiegersohn des Ministers für außerplanetarische Angelegenheiten, wird aus der Gewalt aufständischer Krimineller befreit. Ich schreibe nur noch über euch. Ihr seid ja viel aufregender als die Zukunft. Über Ibsens geplante Romantrilogie Raumschiff Orion, Vorspiel zur letzten Periode, werde ich mich mit dem Autor an anderer Stelle unterhalten. Alles wird galaktisch gut. Tja, schreiben Sie, durch Einwirkung eines Magnetsturms zerstört. Er hat sich wieder zu weit vorgewagt. Ja, einen ausführlichen Bericht müssen Sie sowieso noch nachliefern. Zunächst genügt das. Jetzt aber Ihre Unterschrift, bitte. Ja. Wissen Sie, gegen den Papierkrieg müsste man ja auch mal was unternehmen. Und was glauben Sie, wir haben auch unsere Sorgen. Ja, ja. Gemessen an den Ihren sind unsere natürlich gering. Wir mussten eine Supernova abschießen. Eine Supernova? Was ist das bitte? Sie können einen Stiefel vertragen, das muss ich in der Neid lassen. Haben Sie das bei McLean gelernt? Ja. Wenn man vom Teufel redet. Warum sind Sie denn plötzlich so nervös? Ach, ich bin überhaupt nicht nervös. Naja, immer wenn McLean in die Nähe kommt. McLean? Habt ihr überhaupt kein anderes Thema mehr als McLean? Sie haben doch angefangen damit. Ich? Wir wollen uns amüsieren, ja? Hört, Sie seien eine ziemliche Schreckschraube. Nicht so laut. Muss ich doch nicht noch mehr rumsprechen. Außerdem bin ich nur dienstlich. Da muss ich Ihnen recht geben. Augenblick jedenfalls. Ah, wenn man beim Geheimdienst ist, hat man schnell einen schlechten Ruf. Ihr starrt euch an, als hättet ihr ein Overkill-Gerät im Auge. Oder ihr seid eifersüchtig. General Van Dyke. General Van Dyke. Ich muss leider weg, Cliff. Machen Sie kein so nettes Gesicht, Cliff.
Sonst denkt der Sicherheitsoffizier, wir hätten was miteinander. Kriege ich noch was zu trinken? Dringende Order vom General für Sie. Werde ich jetzt schon im Vorzimmer abgefertigt? Und wenn Sie mit Ordonnanzleutnant Springbrauner Vorlieb nehmen wollen? Oh Gottes Willen, halten Sie mir diesen Lackaffen vom Leib. Sie sind wenigstens hübsch. Danke. Die Besatzung der Orion ist da. Ich lasse bitten. Hier ist GSD, Kreuzer Tau oder Kommander Lindley. Legen Sie sich doch ab, McLean, noch ein halbes Jahr und Ihre Strafzeit ist um. Wenn Sie dann wieder bei den schnellen Kampfverbänden sind, können Sie meinetwegen wieder Ihre Extratouren reiten. Aber solange Sie hier sind, nehmen Sie sich zusammen. General, Notrufe von der Tau. Da scheint es runter und drüber zu gehen. Bitte schalten Sie auf EAS1. Die Rufe kommen über Transpluto 0-3. Ich rufe Transpluto 0-3. Unsere Lage ist hoffnungslos. Wissen Sie, wer an Bord der Tau ist? Oberst Villa und 8 Leute seines Stabes. Villa? Das wäre nicht auszudenken, denn da... Ich habe noch nie einen Lichtsturm von diesem Ausmaß erlebt. Unsere gesamte Energie ist blockiert. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist kein Lichtsturm, Lindley. Das sind schnell wechselnde, divergierende Gravitationswellen. Hier gibt es nur noch eins. Umsteigen in die Lanzets. In die Lanzets? Das ist der sichere Tod. Der erwartet uns hier. Und wenn wir nicht gleich umsteigen, arbeiten die Landsetzung kann man auch nicht mehr. Abstand zu Bord. Recht bleiben, 492. Wir hängen hier wie ein... Lanzett 1, bis wir fertig machen. Verstanden. Wir versuchen nach Bord und durch. Ich gehe nicht von Bord, bevor Sie mich gemeldet haben, dass hier schnell wechselnde Kraftfelder im Spiel sind. Das kann entscheidend sein. Oberst, seien Sie vernünftig. Wir müssen raus. Die Erde muss das erfahren. Es kann sich hier um einen extraterrestrischen Anschlag handeln. Machen Sie Lichtspruch an ORB und Kraft fertig. Ach, Sie haben Nerven. Los. Hier spricht Oberst Willer an Bord der Tau. Nach meiner Ansicht ist die Tau in ein Zentrum antigravitationeller Felder geraten. Ähnlich wie bei McLean damals. Extraterrestrische Aktion nicht ausgeschlossen. Wir sind gezwungen, in Landsetzung zu steigen. Wir versuchen, Börder zu erreichen. Schaffen wir die Bahn. Los, versuchen Sie Kontakt mit Gordon. Wir müssen wissen, was da los war. Gordon hat gemeldet, dass Sie nichts bemerkt haben. Das geht es nicht! Die Tau gerät in ein Chaos von Schwerefeldern und Gordon merkt nichts. Los, versuchen Sie. Und dann verbinden Sie mich mit der obersten Raumbehörde. Ich beantrage außerordentliche Sitzung und Bildung einer Untersuchungskommission. Jawohl, General. Was wollte Villa eigentlich draußen im Raum, General? Ich denke, ein Geheimdienstchef gehört hinter seinen Schreibtisch. Nicht immer. Wenn ein besonderer Fall vorliegt... Und was war das Besondere in diesem Fall? Ich weiß nicht, ob wir das hier erfahren werden. Willer hat seine Karten immer erst aufgedeckt, wenn er ganz sicher war. Sie haben doch aber sonst nie etwas für den Geheimdienst übrig gehabt. Mit einer Ausnahme. Willer war ein großartiger Mann und ein guter Chef. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Tja, Willer hatte mehr Grips als so mancher. Na, ich möchte mich da nicht festlegen. Ich werde ihm nie vergessen, dass er mir damals die Sondergenehmigung zu dem Start nach Chroma gab, als es in der ganzen ORB nur eine Devise gab, Krieg. Villa war bei all seiner Gedankenkühle so etwas wie ein Idealist, ein Pazifist des Weltraums. Ich hoffe, dass sein Nachfolger nicht ins andere Extrem fällt. Wenn das ein Versuch sein sollte, mich auszuhorchen, McLean, so haben Sie Pech. Die Sache ist so geheim, davon weiß keiner was. Major McLean, hier ist eine Order von Traf für Sie. Danke, mein Schätzchen. Danke. Nein, das ist doch... Villa lebt. Was? Ja, er ist mit seinem Stab in den Landsitz nach Gordon durchgekommen. Nur Lindley und die Besatzung scheinen es erwischt zu haben. Ja, aber... Villa ist an Bord der C4. Er wird in 3 Tagen hier sein. Ich bin zu einer Sitzung der ORB bestellt. Ich kann mir selbst nicht erklären, wie wir mit den Landsitz durch diesen Lichtsturm bis nach Gordon durchkommen konnten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, mein lieber Villa, wie froh wir alle sind. Wir hatten jede Hoffnung aufgegeben.
Sagten Sie Lichtsturm? Ja, Lichtsturm. Ja, aber in Ihrer letzten Meldung von Bord nach Tau, da sprachen Sie doch von, wie war das bitte? Schnell wechselnden gravitationellen Feldern. Sie sagten ferner, dass eine Aktion extraterrestrischer Mächte nicht ausgeschlossen werden könnte. Ja, ich erinnere mich. Das heißt, ich kann nicht abstreiten, dass ich etwas Ähnliches gesagt habe. Offen gestanden, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was ich gesagt habe. Die totale Blockierung der Antriebsenergie. Das habe ich doch genauso erlebt, als uns damals die Frogs von MZ4 vertrieben haben. Und wenn ich nicht weit genug weg gewesen wäre. Ihre Frage also? Warum sind Sie jetzt so sicher, dass es nur ein Lichtsturm war? Gordon hat, wie Sie vielleicht selbst wissen, lediglich einen normalen Lichtsturm verzeichnet. Der normale Lichtsturm kann eine Folge der Schwerefeldbildung gewesen sein. Commander Lindley hat die ganze Zeit während der Katastrophe nur von einem Lichtsturm gesprochen. Commander Lindley und seine Besatzung sind verschollen. Wir haben keine Möglichkeit... Wollen Sie damit sagen, dass ich Commander Lindleys Worte hier nicht wahrheitsgemäß wiedergebe? Ich möchte... McLean, ich glaube, es ist genug. Warum werde ich in diese Kommission berufen, wenn ich nicht auf Widersprüche aufmerksam machen darf? Diese Widersprüche sind hinreichend geklärt. Herren, was immer ich auch in der Meldung gesagt haben mag, von extraterrestrischen Aktionen kann keine Rede sein. Wahrscheinlich habe ich im Augenblick der Katastrophe Gespenster gesehen. Verzeihen Sie. Darf ich fragen, welchem Zweck der Inspektionsflug diente, auf dem die Tau sich befand? Darüber ergeht zu gegebener Zeit Geheimbericht des GSD an die oberste Raumbehörde. Ich bedauere Ihre Verschwiegenheit, Oberst. Ich habe keine Veranlassung, Geheiminformationen auf die Frage eines Kreuzerkommandanten den Preis zu geben. Ich muss Sie ersuchen, Oberst Villa nun mit keinen weiteren Fragen mehr zu beanspruchen. Aber hier stimmt doch etwas nicht. McLean, Schluss jetzt mit der Debatte. Kein Anlass zu weiteren Fragen. Auch für Sie nicht, McLean. McLean. Sie lassen auch keine Gelegenheit aus, um sich unbeliebt zu machen. Bisher war ich der Ansicht, eine Untersuchungskommission ist dazu da, zu untersuchen, aber man lernt eben nie aus. Sie bestimmt nicht. Ihrem Auftrag steht noch nichts mehr im Weg. Morgen starten Sie zu Ihrem Kontrollflug, wie besprochen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich stattdessen nach Gordon starte und mich im Gebiet der Tau-Katastrophe umsehe? Sie werden den Teufel tun. Machen Sie Ihre normale Arbeit und schlagen Sie sich diese Geschichte aus dem Kopf. RQ-15-2D. Hallo? Sind Sie es da mal... Leutnant Jagielowsk? Ja, Commander McLean? Ich muss Sie dringend sprechen. Warum schalten Sie denn Ihre Sichtscheibe nicht ein? Dreimal dürfen Sie raten. Ah, vermutlich haben Sie Besuch. Oh nein, nur... Ich habe nichts an. Ich habe mir gerade den Bart eingelassen. Sie machen vielleicht Witze. Ich kann Sie ja sowieso nur bis zum Hals sehen. Ja schon, aber mein Hals wirkt so außerdienstlich, wenn ich nichts anhabe. Warten Sie einen Moment. Also, wo brennt's? Vorläufig nirgends, aber das wird sich rasch ändern, wenn Sie mir nicht sofort einen Termin bei Ihrem Chef besorgen. Bei Oberst Villa jetzt? Ja, und zwar sofort. Aber der ist in einer Sondersitzung. Das weiß ich, deshalb brauche ich Sie ja. Verlangen Sie durch Alpha Order ein Gespräch mit ihm. Ja, aber das kann mich teuer zu stehen kommen. Also, nun machen Sie schon. Naja, also gut, ich werde es versuchen. Danke. Übrigens, hübscher Bademantel. Oh, danke. Besonders, wenn Sie vergessen, ihn zuzumachen. Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Was war denn los? Ja, was soll denn los gewesen sein? Das Übliche. Ich kann nun einmal nichts dafür, dass ich ein Mann in den besten Jahren bin. Na, den Eindruck hatte ich vorhin aber ganz und gar nicht. Was soll das heißen? Hast du das gehört, Cliff? Wir waren eingeladen, lauter nette Leute. Na und? Unser Held versuchte hartnäckig, eine reizende junge Dame von sich zu überzeugen. Ach, und die reizende junge Dame warst du? Oh nein! Komm schon, mach's nicht so spannend, sonst glauben die anderen noch, die Geschichte hat eine Pointe. Für mich war es eine Pointe. Die junge Dame sagte nämlich auf einmal, aber ich bitte Sie, Leutnant, Sie können ja mein Vater sein. Was? Wie erscheint die denn zum Start? Haben Sie Ihren Bordanzug in der Wäsche, Leutnant? Nein, aber ich brauche ihn nicht. Einen Moment bitte. Was heißt das? In 50 Minuten sind wir weg. Eben nicht. Ich komme gerade von Villa. Wir starten nicht. GSD-Order. Start ist untersagt. Den Auftrag übernimmt der Geheimdienst persönlich. Ha, es lebe der GSD. Soll das heißen, dass wir dienstfrei sind? Offensichtlich. Das trifft sich gut, Cliff. Können wir abhauen? Von mir aus. Herr Villa muss wissen, was er tut. Hoffentlich hat er das mit Wamsler abgesprochen, sonst gibt's einen Riesenkrach. Komm, Kinder, ehe sich das noch einer anders überlegt. Wiedersehen. Mario! Ja? Vergiss nicht, du könntest ihr Vater sein.
Was war das denn? Ach, er hat sich mal wieder irgendwo einen Korb geholt. Und Sie? Na, ich doch nicht. Ich meine doch, ob Sie hier bleiben wollen. Tamara, seit wann führt der GSD Routineaufträge der Raumpatrouille aus? Finden Sie das nicht merkwürdig? Willa wird schon seine Gründe haben. Bestimmt. Ich möchte nur wissen, welche. Danke. Wir sollten Satelliten der Raumüberwachung im Sektor Vesta kontrollieren. Das ist der Nachbarabschnitt von Gordon. Und dort ist etwas passiert, was Willa uns allen verschwiegen hat. Sie hören wieder mal das Gras wachsen, Cliff. Hm? Ja, vielleicht. Mit Willa stimmt etwas nicht, seit er von Gordon zurück ist. Hören Sie doch auf mit Ihren Gruselgeschichten. Das ist keine Gruselgeschichte, das ist eine Addition von Tatsachen. Er bagatellisiert die Vorgänge auf Gordon. Er bringt die Raumüberwachung und die Schiffbasen in seine Kontrolle. Bin gespannt, was sein nächster Schritt ist. Aber Schritte müssen doch ein Ziel haben. Was glauben Sie, ist sein Ziel? Wenn es nicht so absurd wäre, würde ich sagen, er bereitet einen Putsch vor. Lassen Sie sämtliche Radarwarnkreise auf Aufzeichnung schalten. Ich muss sicher sein, dass alle Annäherungswerte lediglich gespeichert und nicht etwa durchgegeben werden. Natürlich. Bei Kosmos minus 164 ergeht Alpha Order an sämtliche im Raum operierenden Verbände. Rücksturz zu den nächstgelegenen Basen. Bei Kosmos 164 Rücksturz aller operierenden Verbände zu den nächstgelegenen Basen. Kosmos minus 200 beginnt um 23 Uhr. Die Aktion ist bei Kosmos plus 200 abgeschlossen. Gordon muss etwas geschehen sein, was den Mann völlig umgekrempelt hat. Er nimmt Mulligan die Basenüberwachung weg, obwohl er sich noch 4 Tage vor seinem Start nach Gordon lobend über Mulligans Zuverlässigkeit geäußert hat. Ich habe das selbst gehört, in Wamslers Büro. Haben Sie eigentlich heute Abend nur ein Thema? Entschuldigen Sie. Möchten Sie etwas zu trinken? Danke, nein. Wie lange dürfen wir eigentlich hier so rumsitzen? Haben Sie eine Ahnung, was man mit uns vorhat? Nein. Und was machen Sie? Hat man für Sie auch keinen Auftrag? Nein. Das heißt doch. Ich bin auf die Orion kommandiert worden, um Befehlsüberschreitungen, Verstöße gegen die Raumdienstvorschriften und Verletzungen der Flottengesetze durch Commander McLean disziplinarisch zu unterbinden. Gouvernante. Sehr nette Gouvernante. Finden Sie, dass ich zu streng bin? Bitte helfen Sie mir. Ich muss Willa sprechen. Und zwar morgen. Warum wollen Sie denn mit Willa sprechen? Ich werde ihn ganz einfach um eine GSD-Sondergenehmigung für einen Start nach Gordon bitten. Gibt er sie mir, dann ist erwiesen, dass ich tatsächlich Gespenster gesehen habe. Gibt er sie mir aber nicht? Was wäre denn damit bewiesen? Tamara, ich habe nie Anspruch darauf erhoben, besonders intelligent zu sein. Aber eins habe ich, einen Riecher. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Also gut. Damit die arme Seele Ruhe hat. Ich werde mit Willa sprechen und sehen, ob er morgen Zeit für sie hat. Danke. Und wenn Sie schon im GSD-Zentralamt sind, Tamara, würden Sie mir einen Gefallen tun? Was denn nun noch? Sehen Sie sich doch ein bisschen um. Vielleicht kriegen Sie heraus, warum Willa in die Nähe von Gordon geflogen ist. Es muss doch da gewisse Unterlagen geben. Cliff, jetzt sind Sie wirklich übergeschnappt. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Wie soll ich sagen? Reine Neugierde. Ja, McLeans Neugier. McLean hat damit überhaupt nichts zu tun. Reden Sie doch keinen Unsinn. McLean hat Sie angestiftet, hier herumzuschnüffeln. Und ich habe es zugelassen, weil ich wissen wollte, was er wissen will. Jetzt weiß ich es. Abhören. Es kommen pausenlos Lichtspruchanfragen von den vorgeschobenen Erdaußenbasen. Sie wollen wissen, was es mit den fremden Objekten auf sich hat und warum Traf gestört ist. Er sagt, dass ORB und die Regierung informiert und alle Gegenmaßnahmen eingeleitet sind. Wir müssen sie noch 2 Stunden hinhalten.
Wieso werde ich hier festgehalten? Dafür habe ich einen guten Grund. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier gespielt wird? Ich nehme an, das wissen Sie. Ihr Freund McLean wird Ihnen doch sicher gesagt haben, weswegen Sie hier herumspionieren sollen. Dann ist es... Ist es also wahr, Sie machen einen Putsch? Das ist doch wohl ein etwas kindliches Wort. Putsch, das ist ein Spielzeug für größenwahnsinnige Generäle. Ich habe mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben. Commander McLean? Ja? Galaktischer Sicherheitsdienst. Wir müssen Sie bitten, mit uns zu kommen. Wohin? Hauptquartier des GSD. Sie wissen, McLean, ich habe immer weitgehendes Verständnis für Ihre individualistischen Einfälle gehabt, aber was um aller Welt wollen Sie auf Gordon? Ich möchte nur sicherstellen, dass Sie und Commander Lindley sich in der Beurteilung des Tau-Unfalles wirklich nicht getäuscht haben. Ach so. Die Schlappe neulich in der ORB lässt Sie nicht ruhen. Ja, so ungefähr. Sie verstehen die gekränkte Eitelkeit des Fachmanns. Und Sie glauben immer noch, dass die Katastrophe neulich auf exoterrestrische Einwirkungen zurückzuführen ist? Ich glaube gar nichts. Ich möchte nur diese Möglichkeit mit Sicherheit ausgeschlossen wissen. Warum fragen Sie nicht Wamsler? Der schmeißt mich schon raus, bevor ich das Wort Gordon noch richtig ausgesprochen habe. Na schön, starten Sie. Ich veranlasse alles Nötige. Ich danke Ihnen, August. McLean? Was machen Sie aber, wenn es da oben wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht und Sie in die gleiche Hölle geraten wie ich mit der Tau? Das muss ich riskieren. Nein, das kann ich nicht verantworten. Um jeder Gefahr vorzubeugen, statten Sie die Orion 8 mit einem Eigenkraftfeld aus. Fabelhaft, aber das dauert... Das dauert nicht lange. Wir haben jetzt ein neues Verfahren, das bald auch der gesamten Flotte zugutekommen wird. Kennen Sie Chefingenieur Kranz? Ja, dem Namen nach. Er soll ein Experte sein. Ja, der führende Fachmann auf dem Gebiet für künstliche Schwerkraftbildung. Er wird Sie begleiten. Ich danke Ihnen, Oberst. McLean, das habe ich übrigens noch vergessen. Auf die charmante Begleitung Ihres Sicherheitsoffiziers werden Sie leider bei diesem Start verzichten müssen. Ja, wir haben Sie heute Mittag auf einen Sonderkursus geschickt. Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie um einen Stab bitten würden. Warum hat sie mir da nichts davon gesagt? Hat sie nicht? Oh, nein. Finde ich aber nicht nett von ihr. Oder ist sie böse mit Ihnen? Das weiß man bei ihr nie so genau. Weiber. Basis 104, Startkontrolle an den schnellen Raumkreuzer Orion 8. Freigegeben zum Start. Danke, Basis. Basis 104 übergibt weiter an die Erdaußenstation 4. Ich bin Oberst Miller dankbar, dass er mir Gelegenheit gegeben hat, mein System gerade bei einem Orion-Einsatz zu erproben. Ist ja gut, Kranz. Seit dem Start haben Sie mir das stündlich versichert und wir sind jetzt mindestens 18 Stunden unterwegs. Etwas Positives kann man nicht oft genug sagen. Hoffentlich ist es positiv. Denn wenn wir wirklich in einen Schlamassel geraten wie die Tau, muss Ihr System funktionieren, sonst holt uns alle der Teufel. Cliff, da tut sich was. Ich habe Resonanzkontakt mit beweglichen Objekten. Irrsinnig weit weg, aber immerhin, es regt sich was. Fremde Objekte? Kann ich noch nicht sagen. Wollen wir ein bisschen darauf zuhalten? Unser Auftrag lautet... Wer hat Sie denn gefragt? Versuch, ob du was reinkriegst. Ob ich was drin habe. Hör dir das an. Dreiergruppen? Cliff, da stimmt etwas. Denk an MZ4. Wenn es die Frogs sind, dann müssten sie die zwei äußeren Radarwarnkreise ungehindert durchbrochen haben. Kontrollpunkt 4736A5. Vorhut der Invasionsverbände hat planmäßig den Invasionskanal erreicht. Keine Behinderung durch terrestrische Basen oder Verbände. Ausgezeichnet. Bei Kosmos minus 164 verlassen die Hauptverbände ihre Bereitstellungsräume. Jawohl. Oberst, was hat das zu bedeuten? Invasionsverbände? Sie wollen doch nicht etwas sagen? Aber das ist doch Wahnsinn! So ist alles Wahnsinn, was in einem menschlichen Durchschnittsgehirn keinen Platz hat. Aber bitte denken Sie doch an... Ja, ich habe jetzt keine Zeit für lange Diskussionen. Passen Sie auf.
Nehme an, dass sich McLean bald bei uns melden wird. Er meldet sich bei Traf. Ja, das ist schon möglich, aber Traf wird ihn leider nicht verstehen. Ich habe mir nämlich erlaubt, den Chiffrierkonverter von Traf geringfügig zu verändern. Oh, Sie. Wenn sich McLean also bei uns meldet, dann werden Sie mit ihm reden. Und jetzt werde ich Ihnen ganz genau sagen, was Sie ihm mitzuteilen haben. Lichtspruch an Traf. Orion 8 an Traf. Orion 8 an Traf. Ich habe eine dringende Meldung. Warum verdammt nochmal komme ich nicht durch? Hören Sie, Traf! Was ist denn los, Commander? Mit wem zum Teufel spreche ich? Sie sind an der richtigen Adresse. Ich brauche eine Verbindung zu Traf. Wer sind Sie denn? Der Lichtspruch von außen zu Traf ist zurzeit gestört. Wir haben über Außenab 3 umgeleitet. Haben Sie eine Meldung? Das kann man wohl sagen. Wir haben in 4 Raumsektoren unbekannte Flugobjekte geortet. RS-118 KL 90 bis RS-118 KL 94. Sie sind bereits innerhalb der äußeren Radarbahnkreise. Sie haben Kurs auf die Erde. Das ist uns bekannt. Gegenmaßnahmen sind eingeleitet. Da bin ich aber neugierig. Ist General Wamsler informiert? Selbstverständlich. Halten Sie jetzt Ihren Kurs und erwarten Sie weitere Befehle. Unser Kurs führt aber von den unbekannten Objekten weg. Das ist in Ordnung. Weiß man, um wen es sich handelt? Sind es Frogs? Darüber kann ich keine Auskunft geben. Ende. Versteht ihr das? Keine Verbindung zu Traf, das hat's noch nie gegeben. Wer war dieser Geheimnistuer? Ich weiß es nicht. Sie haben Erdkurs, darüber besteht kein Zweifel. Sie kommen aus 3 Richtungen und sammeln sich in den Nachbarsektoren von Gordon. Genau da, wo wir die Radarabschirmung kontrollieren sollten. Los, Arthur, Lichtspruch an Traf. Versuch's nochmal, ich muss Wamsler erreichen. Das ist doch sinnlos, Cliff. Traf ist immer noch gestört. Weiß der Teufel, was da los ist. Wir landen doch wieder nur beim Außenamt 3. Probier's, sag ich. Wenn wir wieder dort landen, weiß ich wenigstens, woran ich bin. Und Sie, lieber Freund, geben mir vorsichtshalber Ihre Waffe. Wieso? Was soll's? Bis bald. Wir haben überhaupt kein Recht, von mir zu Nicht böse sein. Es ist nur zur Vorsicht. Es könnte ja sein, dass Villa sie nicht nur aus Menschenfreundlichkeit zu uns geschickt hat. Das ist doch lächerlich. Ich mache sie auch umso besser. Das werden wir ja sehen. Na? Orion 8, ruf Traf. Orion 8, ruf Traf. Sie können mich umbringen. Aber Sie können mich nicht zwingen, McLean Befehle zu geben, die ich nicht verantworten kann. Erstens kann ich Sie zwingen und zweitens gebe ich die Befehle. Und Sie können sicher sein, dass er sie auch ausführen wird. Erkennen Sie McLean schlecht. Lichtspruch von der Orion an Traf. Rein damit. Aber sprechen Sie. Ich will erst mal hören, wie viel er mitgekriegt hat. Hier spricht Commander McLean von Bord der Orion 8. Ich rufe General Wamsler. Sprechen Sie, Commander. Ich möchte den General sprechen und sonst niemand. Ich habe Ihnen schon vor einer Stunde gesagt... Das Traf gestört ist ganz recht. Erzählen Sie das, wem Sie wollen, aber nicht mir. Ich handle jetzt auf eigene Faust. Melden Sie sich oder ich schmelze Sie zusammen. Hallo, McLean. Hier spricht Villa. Ich habe eine Überraschung für Sie. Oberst Villa, also doch. Falls ich Ihnen je noch mal begegne, habe ich auch eine Überraschung für Sie. Hier bei mir befindet sich Ihr Sicherheitsoffizier, Leutnant Jagalowsk. Und ich schwöre Ihnen, das Mädchen stirbt auf der Stelle, wenn Sie meine Anordnung nicht ausführen. Haben Sie mich verstanden? Na ja. McLean! Sie hatten recht, McLean, aber es ist zu spät. Villa hat gewonnen. Die Invasion läuft. Es sind die Frogs. Hören Sie! Ah. Leutnant! Leutnant! Ja. Haben Sie gehört, McLean? Ich bluffe nicht. Sie haben das Leben des Mädchens in Ihrer Hand. Werden Sie tun, was ich sage? Was soll ich tun? Wo ist Kranz? Hier im Kommandostand. Holen Sie ihn an die Lichtspruchanlage. Hier spricht Kranz. Oberst, man hat mich entwaffnet. Damit habe ich gerechnet. McLean, ich gebe Ihnen eine Minute Zeit. Nach einer Minute meldet mir Kranz, dass er das Kommando der Orion übernommen hat. Noch 50 Sekunden. Das ist nicht ein gut inszenierter, schlechter Witzist. Klingt das so? Wieso können wir plötzlich alles mithören? Das ist doch idiotisch. Irgendwie muss es ja gelungen sein, die direkte Verbindung zu Traf herzustellen. Sie kennt sich doch aus. Los, benachrichtigen Sie Wamsler, ORB und Regierung. Nee. Machen Sie alles mit Kurier. Steht hier nicht rum, wie die Idioten sagt, was ich tun soll. Noch 10 Sekunden. Ich kann das nicht allein entscheiden. Noch 7 Sekunden. Cliff, gib sie ihm. Gib sie ihm doch. Du musst sie ihm geben. Noch 4 Sekunden. Na also. Und jetzt keine falsche Bewegung. Darf ich bitten? Ich habe geglaubt, die hätte er übersehen.
Oberst Willer, hier Kranz. 01-00-2-3. Algol, Vesta, Interkosmos, U Indigo. Bestätigt, Indigo, Ende. So, der wäre versorgt. Bitte Kosmoskontrolle. Invasionsverbände in den Bereitstellungsräumen gesammelt. Keine Behinderung durch terrestrische Verbände oder Basen. Kosmos minus 150. Eintauchphase in den Invasionskanal. Leitstrahl Gordon übernimmt die Energieversorgung. Und was passiert mit der? Eliminieren? Nein, damit warten wir bis Kosmos minus 50. Vielleicht können wir sie noch mal brauchen, falls uns Kraft doch auf die Schliche kommt. Sie hat da gute Beziehungen, los, bringen Sie weg. Schlimmsten Befürchtungen. Villa muss verrückt geworden sein. Er bereitet die Invasion der Volks vor. Das Komplex wird sofort elektromagnetisch abgeriegelt. Dann erzwingen sie sich mit Vargo-Strahlern den Eingang. Aber schlagartig. Jawohl, Marsch. Villa muss überrascht werden. Alle verfügbaren Raumstreitkräfte nach Plan Delta ins Operationsgebiet. Jawohl. Alle Sicherheitsmaßnahmen nach Plan Delta treten sofort in Kraft. Nachrichtensperre. Kosmos minus 100. Blockierung der Raumschiffstartbasen. Jagd die Druckkammern hoch. Spruch an alle operierenden terrestrischen Verbände. Alpha-Order. Rücksturz zur Erde. Das war eine Alpha-Order. Terrestrische Raumaufklärung an alle. Alpha-Alarm. Große Raumverbände der Frogs im Anflug auf die Erde. Invasionsflotte der Frogs nähert sich auf Raumsektoren 118 KL-12 bis 118 KL-4. Widerstand ist nicht mehr möglich, Invasion ist nicht mehr abzuwenden. Schlagen vor, mit den Frogs zu verhandeln. Regierung am ORB. Wer mit den Frogs verhandelt, wird vor Gericht gestellt werden. Der Feind ist mit allen Mitteln aufzuhalten. Terrestrischer Raumaufklärung an alle. Jeglicher Lichtspruchverkehr mit Erdaußenbasen und im Raum befindlichen Einheiten wird über GSD umgeleitet und ist daher sinnlos. Ich wiederhole. Jeglicher Lichtspruchverkehr mit Erdaußenbasen und im Raum befindlichen Einheiten wird über GSD umgeleitet und ist daher sinnlos. Ich wiederhole. Jeglicher Lichtbruchverkehr mit Erdaußenbasen und im Raum befindlichen... Sie haben lange gebraucht, meine Herren, und Sie kommen zu spät. Die Aktion rollt und nichts kann sie mir aufhalten. Innerhalb der nächsten 24 Stunden wird die Erde endlich in der Hand intelligenter Lebewesen sein. Wenn diese Lebewesen nicht wesentlich intelligenter sind als Sie, braucht uns nicht bange zu sein. Los jetzt! Man erwartet Sie auf Gott. Wer erwartet uns? Warten Sie es doch ab. Frogs? Intelligente Lebewesen. Und Sie interessieren sich ganz besonders für die Overkill-Anlage, die Sie an Bord haben. Sie werden das wunderschön demonstrieren, McLean. Ich lasse mich lieber umbringen. Aber auf Gordon werden Sie zunächst einmal schlafen. Wenn Sie aufwachen, sieht alles ganz anders aus. Sie wollen uns umformen? Sie wollen mit uns dasselbe tun, was Sie mit Villa gemacht haben? Maschine am Kommandant. Wandler 3 und 5 sind gestört. Was soll ich tun? Was heißt das? Sie sind gestört. Wünschen Sie eine detaillierte technische Beschreibung eines Wandlers und wie er funktioniert, beziehungsweise woran es liegt, dass er eventuell nicht funktioniert? Befehlen Sie Ihrem Mann, das in Ordnung zu bringen. Das bedeutet, dass ich vorübergehend auf halbe Geschwindigkeit gehen muss. McLean, was Sie da machen, ist Sabotage. Das, was Sie machen, etwa nicht? Versuchen Sie nicht, mich zu bluffen. Wenn die Orion nicht so schnell wie möglich wieder auf Höchstgeschwindigkeit ist, werde ich mir überlegen müssen, wer von Ihnen am unwichtigsten ist. Wie viele Kreuzer haben Sie im Raum? Das ist normale Sicherheitsachtel. Das ist nichts gemessen am Umfang dieses Angriffs. Die Invasoren passieren die Lichtwerferhürden 7 bis 9. Sie haben starke Ausfälle, weichen aber nicht aus. Es sind unfassbar viele. Selbst wenn die Lichtwerferbatterien die Hälfte zusammenschweißen. Kann man Villa nicht zwingen? Villa können Sie zu gar nichts zwingen. Reckwald hat ihn schon in der Klinik. Marschall, es ist uns
gelungen, einen Teil des Codes zu entschlüsseln, mit dem Villa die Invasion gelenkt hat. Ja, und? Sie hatten offensichtlich ein Problem, die Energieversorgung für den Anmarsch. Deswegen kommen sie auch alle über Gordon. Gordon leitet sie dann auf einem Strahl, der ihnen laufend Energie zuführt, auf Erdkurs weiter. Deshalb sind sie auch nicht ausgewichen, als sie unsere Lichtwerfer gehören und passieren. Mit anderen Worten, der Angriff ist nur abzuwehren, wenn Gordon eliminiert wird. Welcher von den jetzt noch im Raum operierenden Verbänden kann Gordon rechtzeitig erreichen? Keiner. Sämtliche Verbände haben auf Villas letzte Alpha-Order in Erdkurs genommen. Nur McLean könnte Gordon noch rechtzeitig erreichen. Und der steht unter Kontrolle von Kranz. Es ist zum Verzweifeln. Wir versuchen seit einer Stunde Kontakt mit der Orion aufzunehmen. Wir haben sie im Ortungsstrahl, aber sie meldet sich nicht. Leutnant, keine Nervosität, wenn ich bitten darf. Sonst werde ich nervös und das könnte für Sie unangenehme Folgen haben. Vasors passieren Raumsektor 116 LM4. Kurs unverändert. Wir müssen etwas unternehmen. Ach ja, und was bitte? Die Hydra unter General Van Dyke hat Kurskorn genommen. Das nützt nichts. Sie erreicht Gordon zu spät. Auf jeden Fall erreicht sie Gordon eher als die Orion. Seit wann ist die Hydra schneller als die Orion? Die Orion läuft seit einiger Zeit mit halber Geschwindigkeit. Könnte da nicht die Hydra die Orion einholen? Vielleicht, aber wozu? Glauben Sie, dass Kranz vor Schreck in die Kälte Schlafkammer geht, wenn sich die Hydra nähert? Geben Sie Befehl, die Hydra soll McLean angreifen. Wenn die Orion plötzlich angegriffen wird, hat McLean eine Chance, die Gewalt an sich zu reißen. Kranz wird versuchen, sich dem Angriff zu widersetzen. Dazu braucht er McLean und De Monti. Verstehen Sie doch! Er braucht sie und verliert damit vielleicht die Kontrolle über sie. Wir müssen es versuchen! Gut. Ich habe versucht, wieder voll zu beschleunigen. Wie Sie sehen, ist das Resultat negativ. Sig Björnsen, ich habe jetzt genug. Ich glaube Ihnen kein Wort. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie auch. Sie sagen nichts. Sie wissen doch genau, dass Sig Björnsen recht hat. Das weiß ich in dem Moment, wo ich einen von Ihnen eliminiert habe. Und die Orion fliegt immer noch mit halber Geschwindigkeit. Na los! Worauf warten Sie da noch? Sie riskieren verdammt viel, McLean. Raumüberwachung zeichnet Resonanzkontakt mit fliegendem Objekt. Schnelle Annäherung. Abstand 144, 143. Landet Maschine. Sind wir auf Höchstgeschwindigkeit? Wollen Sie noch dreimal fragen, General? Die Hydra fliegt mit allem, was drin ist. Kommandant an Kampfstand, der Angriff auf die Orion erfolgt bereits auf Distanz 109. Aber Sie wissen, worauf es ankommt. Die Orion darf nicht manövrierunfähig werden. Ein Kampfschiff der Orion-Klasse! Abstand 110. Cliff, es ist die Hydra! Sig Björnsen soll endlich beschleunigen. Abstand 109. Cliff, Sie greifen an, Sie haben uns im Werferbereich. Aber Sie werden doch nicht von Ihren eigenen Leuten angegriffen. Wir nicht, aber Sie. General Van Dyke ist sicher der Meinung, dass wir alle tot. Ich befehle Ihnen, sich zu wehren. Wie denn? Greifen Sie das Schiff an! Sofort! Wie Sie wünschen. Mario, Kampfstand besetzt. So, ganz ruhig bleiben, mein Junge. Mario, komm her. Ich muss wieder runter. Hier. Orion ruft Hydra. General Van Dyke, hier spricht McLean. Wir leben und wir würden gerne noch etwas länger leben. Haben Sie verstanden? Sind Sie noch voll manövrierfähig? Ja, technisch ja. Nervlich haben wir ein bisschen gelitten. Wo ist Kranz? Der steht neben mir und scheint etwas deprimiert zu sein. Dann gehen Sie auf Hyperspace-Geschwindigkeit und fliegen Sie Gordon an. Eliminieren Sie Gordon mit Overkill. Das ist ein Befehl der Weltregierung. Ach so. Wie steht's denn mit Hyperspace? Nichts lieber als das. Ich
Ja, sie merken aber auch alles. General, der Marschall möchte Sie sprechen. Ja, bitte. Wie sieht's aus? Schafft's die Orion? Wenn's einer schafft, dann McLean. McLean ist ein guter Mann. Wer hatte eigentlich die Schnapsidee, in Straf zu versetzen? Sie, Marschall. Ich. Der Fox haben uns im Suchbild stark. Wir bekommen über die Impulsatoren eine ziemlich klare Zeichnung von ihnen. Cliff, es sind bereits 7. Wir sind getroffen. Generator 3 und 4 ausgefallen. Overkill. Erhalte Impuls. Feindbasis zeichnet. Resonanzkontakt ein. Abstand? Abstand 37,4. Kommandant an Kampfstand. Alles klar, ich habe Sie schon im Werferbereich. Abstand 37,3. Maschine und Kommandant, Antrieb geht auf Ultraimpuls. Abstand? 10, 9, 8, 7, in 6, 5 Sekunden Overkill. 5, fertig, Mario? 4, fertig. 2, Achtung. 1, Overkill. Lichtspruch zur Erde. Experiment Overkill erfolgreich abgeschlossen. Koordinaten Erde. Das sind die Helden der Schlacht von Gordon. In diesen Minuten kehren Commander Cliff Alistair McLean und seine Crew ins Hauptquartier der obersten Raumbehörde zurück. Diesen tapferen Männern und Frauen verdankt die Weltregierung, dass wir auch morgen noch Whisky trinken und Calypso tanzen können. Alles wird galaktisch gut. Ihr Start nach Gordon gegen meinen ausdrücklichen Befehl war glatte Insubordination. Ich habe... Insubordination! Die wir jetzt allerdings tot wären oder als Umprogrammierte herumliefen. Mensch, haben Sie ein Schwein. Es ist Ihnen doch klar, dass Sie jetzt aus der Raumflotte ausgeschossen würden, wenn Sie mich recht gehabt hätten. Bitte, wenn man... Oberst McLean! Was? Oberst McLean! Mit dem heutigen Tage erlischt Ihr Dienstunterstellungsverhältnis zur Raumpatrouille. Ihre Strafversetzung ist beendet. Sie gehören ab sofort wieder den schnellen Kampfverbänden an. Wenn Sie mir verraten, wo Sie das Ereignis zu begießen gedenken, komme ich gerne auf einen Schluck vorbei. Starlight Casino. Ihr Dienst bei Ihrer alten Einheit beginnt mit einem 3-monatigen Sonderurlaub für die ganze Besatzung auf Regierungskosten. Das wär's für jetzt. Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrer Beförderung, Oberst. Danke. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr für Sie, dass Sie nun wieder zu Ihrer alten Einheit zurückkommen. Ja, das ist schön. Für uns alle. Ja. Das heißt, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was man mit mir vorhat. Ja. Wieso? Na, bleiben Sie denn nicht bei uns? Ja, aber das war doch klar. Meine Gouvernantenrolle auf der Orion war doch nur für die Zeit Ihrer Strafversetzung. Ja, ich dachte, du hättest es vergessen. Ich gehe zur Van Dijk. Ich sage ihr, ich will meine Gouvernante behalten, sonst quittiere ich meinen Dienst. Kannst du immer nur dienstlich denken? Du hast im Privatleben keine Gouvernante. Danke, Cliff, das genügt. Es handelt sich nur um eine Wette zwischen Mario und mir. Der Experte behauptet, ihr traut euch nicht, euch im Sitzungssaal der obersten Raumbehörde zu küssen. Ich habe 10 Flaschen Sekt gewonnen, danke. Du Schuft! Ich habe dich unterschätzt, Cliff. Ich dachte, sowas kriegen nur Spezialisten fertig. Wie man sich doch in Laien täuschen kann. Komm schon! 3, 2, 1. Nein. Nein. Barfuß im Weltall. Haben wir
Spinnrad durch den Sternenstaub, barfuß im Weltall, durch den Sternenstaub. Lichtspruch zur Erde, lass doch 5 Grad gerade sein. Lichtspruch zur Erde, 5 Grad gerade sein. Heute fliege ich mit dir zur Sonne, einfach so, einfach so, einfach so, wieso, ja einfach so. Heute zeige ich dir, wo ich wohne, einfach so, einfach so, einfach so, wieso. Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum. Viel schlimmer. Es war Science Fiction.